Die sogenannte und zugegebenermaßen merkwürdig klingende Foot-in-the-Face-Technik erhielt ihren Namen in Anlehnung an zwei bekannte und gut erforschte Beeinflussungstechniken. Wir haben über beide schon gesprochen. Die eine ist die Foot-in-the-Door-Technik, bei welcher man zunächst mal eine kleine, harmlose Bitte voranstellt. Man sagt zum Beispiel: Entschuldigung, würden Sie vielleicht diese Petition hier unterschreiben? Es geht darum, den Lebensraum der Blauwale zu schützen. Da sagen dann natürlich viele: Ja, klar, warum nicht? Ich unterschreibe mal. Damit hat aber die andere Person schon den Fuß in der Tür. Und beim nächsten Mal, wenn sie dann vielleicht zwei Tage später bei uns an der Haustür klingelt und sagt: Ja, wir sind nochmal von dieser Organisation und sie hatten ja die Petition unterschrieben. Heute geht es darum, wir müssen den Worten Taten folgen lassen. Wären Sie bereit, auch eine kleine Geldspende, vielleicht 2, 5 oder sogar 10 Euro zu geben? Und da wir durch das Unterschreiben der Petition ja schon uns als jemand präsentiert haben, dem das Wohlergehen der Blauwale am Herzen liegt, fällt es uns jetzt deutlich schwerer, hier Nein zu sagen. Das ist also die Foot-in-the-Door-Technik. Zunächst eine kleine Bitte und dann eine große Bitte. Der zweite Namensgeber für die Foot-in-the-Face-Technik ist die, wir haben auch schon über diese Technik ausführlich gesprochen, ist die Door-in-the-Face-Technik. Hier ist es so, dass man nicht mit einer kleinen Bitte beginnt, sondern mit einer gigantischen Bitte. Mit einer Bitte, von der man weiß, ja, die andere Person wird mir die Tür vor der Nase zuschlagen. Man sagt zum Beispiel: Ja, wir sammeln Geld für die Blauwale und es wäre schön, wenn Sie uns da mit 50 oder vielleicht sogar 100 Euro unterstützen könnten. Was? 50 oder 100 Euro? Das ist ja Wahnsinn, ja? Also so viel spende ich normalerweise nie. Sorry, das mache ich nicht. Okay, wären Sie dann vielleicht bereit, uns 2, 5 oder 10 Euro zu geben? Ja, also zumindest so eine kleine Spende, das würde uns auch schon weiterhelfen. Naja, okay. Ja, okay, ich kann Ihnen vielleicht 5 Euro geben. Und wenn man diese Vorgehensweise verwendet, wenn man erst eine große Bitte voranstellt, von der man weiß, ja gut, das wird eigentlich im Grunde niemand bereit sein zu geben, und dann im Nachhinein aber der anderen Person quasi entgegenkommt und sagt: Ja, okay, dann wie wär's, wenn Sie uns dann vielleicht nur 5 Euro geben? Dann fühlt die andere Person sich vielleicht verpflichtet, uns ebenfalls entgegenzukommen. Der zugrunde liegende Mechanismus ist wahrscheinlich Reziprozität. Wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Wenn du mir entgegenkommst, dann komme ich dir entgegen. Aber was hat das jetzt alles mit der sogenannten Foot-in-the-Face-Technik zu tun? Naja, die Foot-in-the-Face-Technik ist quasi das Mittelding zwischen diesen beiden Techniken. Bei der Foot-in-the-Door-Technik beginnt man mit einer kleinen Bitte, um dann mit einer größeren Bitte Erfolg zu haben. Bei der Door-in-the-Face-Technik beginnt man mit einer großen Bitte, um dann als Kompromiss mit einer kleineren Bitte Erfolg zu haben. Und bei der sogenannten Foot-in-the-Face-Technik beginnt man mit einer mittelgroßen Bitte, um dann mit einer weiteren mittelgroßen Bitte Erfolg zu haben. Also Forscher haben sich einfach nur die Frage gestellt: Naja, wenn man mit diesen beiden traditionellen Techniken Erfolg hat, indem man erstmal eine kleine oder eine ganz große Bitte voranstellt, was passiert eigentlich, wenn man einfach eine mittelgroße Bitte voranstellt? Ist das auch effektiver, als wenn man nur einfach eine mittelgroße Bitte alleine in den Raum stellt? Um das zu überprüfen, hat Dolinsky im Jahr 2011 eine sehr interessante Studie vorgelegt. Es wurden insgesamt 3 ähnliche Experimente durchgeführt, von denen ich euch nur das dritte vorstellen möchte. Ich denke, das reicht, um die Technik zu verstehen. Wichtig ist natürlich zunächst mal, überhaupt 2 gleichwertige Bitten, 2 gleichwertige Anfragen zu finden. Und dafür ist es notwendig, zunächst mal eine Pilotstudie zu machen, um sicherzustellen, dass auf keine dieser beiden Anfragen jetzt deutlich häufiger wohlwollend eingegangen wird. Weil ansonsten hätte man ja Foot in the Door oder Door in the Face. Das möchte man nicht. Man möchte ja 2 gleichwertige Bitten, 2 gleichwertige Anfragen haben. Und als gleichwertig hat sich letzten Endes herausgestellt, wenn man zum Beispiel Studenten eines Studentenwohnheims fragt, das waren auch die Versuchspersonen in dieser Studie, 200 Studenten. Und die eine Anfrage war:
Hi, Entschuldigung, ich bin hier im Namen eines Kommilitonen von mir. Es handelt sich um einen blinden Psychologiestudenten, der für seine Masterarbeit Versuchspersonen braucht, die einen 30-minütigen Fragebogen ausfüllen würden. Wärst du bereit, das zu machen? Die zweite und wie gesagt gleichwertige Anfrage, man hat sehen können, dass die Einwilligung bei dieser Anfrage in etwa genauso hoch ist wie bei der anderen. Die zweite Anfrage war, hi, Entschuldigung, im Namen eines blinden Kommilitonen von mir, der auch Psychologie studiert, versuchen wir die Lehrbücher auf Tonband aufzunehmen, sodass er sich das einfach dann anhören kann, weil er es ja nicht lesen kann. Und wir haben aber gemerkt, dass es wirklich extrem viel ist und von daher suchen wir jetzt Freiwillige, die bereit wären, so jeweils circa 5 Seiten auf Tonband zu sprechen. Das Ganze dauert so circa 15 bis 20 Minuten. Jetzt werdet ihr sagen, hey, Moment mal, der Fragebogen in der ersten Anfrage, bei dem hieß es doch, dass es wohl so circa 30 Minuten dauern würde. Und jetzt bei dieser zweiten Anfrage geht es nur 15 bis 20 Minuten. Wie kann das denn gleichwertig sein? Naja, natürlich tut auch die Art der Aufgabe was dazu, ob wir jetzt sagen, naja, mache ich oder mache ich nicht. Und hier hat sich eben rausgestellt, dass die Leute die Anfrage nach dem Aufsprechen der Lehrbuchinhalte auf Tonband, dass sie das ein bisschen anstrengender einschätzten und deswegen wurden die beiden Anfragen erst dann wieder gleichwertig, wenn man die Zeit für die zweite Anfrage reduzierte auf 15 bis 20 Minuten. Das Interessante an diesem dritten Experiment, und deswegen habe ich euch das dritte Experiment ausgewählt, ist aber, dass man in Abhängigkeit der Reaktion der Versuchsperson, ob sie dann auf die Anfrage eingeht oder nicht, 2 unterschiedliche Strategien verfolgte. Wenn die Versuchsperson sagte, nee, diesen 30-minütigen Fragebogen, den fülle ich nicht aus, dann sollte der Fragesteller, also sie wurden vorher geschult, dann sollte der Fragesteller sofort die zweite Bitte vortragen und sagen, ja, vielleicht wärst du ja stattdessen dann bereit für diesen blinden Studenten, weil das ist auch etwas, was wir noch machen müssen, für diesen Studenten 5 Seiten aus einem Lehrbuch auf Tonband aufzunehmen. Wenn aber die Versuchsperson schon auf die erste Anfrage positiv reagierte, wenn sie also sagte, ja klar, den 30-minütigen Fragebogen, den fülle ich aus, ja, ist kein Problem, dann sollten die Fragesteller nicht sofort die zweite Anfrage in den Raum stellen, sondern sie sollten 2 bis 3 Tage mit der zweiten Anfrage warten. Das heißt, nach 2, 3 Tagen kamen sie dann wieder vorbei und dann hieß es eben, ja, für den blinden Mitstudenten wäre es schön, wenn du einen Teil aus einem Lehrbuch auf Tonband aufnehmen könntest. Warum diese Verzögerung? Diese Verzögerung hat man gewählt, weil sich in einem vorhergehenden Experiment gezeigt hat, dass das einfach effektiver ist. Wenn nämlich diese mittelgroße Bitte vorgetragen wird mit dem 30-minütigen Fragebogen und jemand zusagt und man dann aber direkt noch sagt, ja, und wie wäre es denn mit noch 15 bis 20 Minuten aus einem Lehrbuch vorlesen und auf Tonband aufsprechen, dann könnte bei dem einen oder der anderen der Eindruck erweckt werden, hey, Moment mal, also ich habe doch jetzt schon meine Bereitschaft bei der ersten Frage signalisiert, ja, und jetzt haut er mir hier noch eine zweite relativ große Anfrage vor die Nase. Sorry, also ich fühle mich hier jetzt fast schon ein bisschen ausgenutzt, das wird mir hier einfach zu viel. Und deswegen hat man gesagt, okay, wenn jemand zusagt, dann warte erstmal 2 oder 3 Tage und dann soll erst die zweite Bitte vorgetragen werden. Und wenn man diese Strategien verwendete, war diese sogenannte Foot-in-the-Face-Technik tatsächlich effektiver, als wenn man eben nur eine der beiden Anfragen vorgetragen hat. Die genauen Zahlen waren 64% Zustimmung unter Verwendung der Foot-in-the-Face-Technik und eben nur 47,5% Zustimmung, wenn man einfach nur eine Bitte ganz normal und direkt vorgetragen hat. So viel also zur noch gar nicht so lange erforschten Foot-in-the-Face-Technik. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal.